Das heißt, mit Kwiat so halbwegs mithalten, obwohl der hat die weichen Reifen. Das wird nicht möglich sein, damit zu halten. Okay, der Wagen hinter dir fährt jetzt mit super weichen Reifen. Wagen hinter dir jetzt auf super weichen Reifen unterwegs. Ja, das freut mich. Hinter mir ist die Hölle los. Sergio Perez greift mich an. Ja, und Kwiat ist jetzt auf und davon. Das kann man wirklich so sagen. Ja gut, er hat halt die weichsten Reifen. Fette Mischung nicht verfügbar. Fette Mischung nicht verfügbar. Es kostet sehr viel Zeit, dass die mich hier angreifen. Das muss man schon sagen. Okay, Abstand zum Teamkollegen. 3,1 Sekunden. Da kommt jemand aus der Box. Sainz. Carlos Sainz. Ja, Perez und Ocon geben sich auch sauer hinter mir. Also, da läuft es auch richtig rund. Es wird langsam Nacht hier. Sainz natürlich jetzt mit dem frischeren Reifen bequert. Ganz klar, muss man ganz klar so sagen. Also, der wird da nicht locker lassen und Kwiat angreifen. Und das kann uns helfen. Es geht da um Punkte. Ich meine, wir sind 12 da mittlerweile. Da vorne geht es um Platz 10. Das dürfen wir nicht vergessen. Und mehr. Ja, selbst das ist nicht mehr realistisch drin. Und wir sehen, wie die davonfahren. Also, boah, das ist ein harter Kampf. Das war ganz schlecht. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,9 Sekunden. Wir haben aber auch schon ein Drittel des Rennens hinter uns. Boah, dass der da noch war, wusste ich gar nicht. Hey, was macht denn der da? Na gut, dann haben wir DRS. Oh, Vettel ist auch schon da. Tja, mit DRS sind wir dann doch wieder vorbeigekommen. Sehr schön. Platz 10. Wobei, Vettel werden wir niemals aufhalten können. So, jetzt ging es hier rum. Jetzt kommt nochmal eine etwas kniffligere Stelle immer. Ja, und die Nacht läutet so langsam wirklich ein. Okay, wir machen gerade einen Leistungsverlust am Turbolader aus. Leistungsverlust am Turbo. Ja, gut. Das war nicht anders zu erwarten, als dass wir hier in Schwierigkeiten kommen. Ja, hallo an alle, die jetzt gerade gekommen sind. Also, ich konnte gerade jetzt nicht schreiben. Oh, wir sind verhakt. Oh Gott, ich habe gedacht, jetzt fliegt jetzt einer ab, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, es fliegt dann ab. Ich mache jetzt auch nicht so viel Wiederholungen. Gestern wurde simuliert, so viele Wiederholungen und so. Ja, wir lassen es jetzt einfach ein bisschen laufen. Der wird halt ein bisschen gerempelt und dies, das, jenes. Und machen halt nur, wenn irgendwas ganz schief läuft, Wiederholung. Fette Mischung verfügbar. Das Problem könnte allerdings wieder auftauchen. Oh, ich wollte in den Windschatten rein. Ich wollte in den Windschatten rein. Na gut, jetzt brauche ich keinen Windschatten mehr. Wir sind auf Platz 10. Das heißt, wir sollten hier auch wirklich kämpfen. Also dieser Kampf ist auch nicht sinnlos. Es geht gerade um ein Pünktchen. Das ist mehr als das, was uns ja, zugetraut worden ist, sogar von unserem Team. Das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Es geht hier um ein Pünktchen. Und wir haben fast Halbzeit des Rennens. Das muss man ja mal sagen.
So, alle hopp. Und Grosjean kommt näher. Also das ist schon... wir sind schon sehr angeschlagen mit unserem Motor. Das muss man sagen. Ich sehe eher die Gefahr, dass wir sogar das erste Mal überrundet werden. Wobei, ob das nicht sogar ein Segen nachher ist, das eine Runde, die wir weniger mit den alten Gammelteilen hier fahren müssen, müssen wir mal sehen. Ah, die sind da alle in Lauerstellung. Allesamt. Was für eine Kolonne. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 21,6 Sekunden. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Schade, dass wir direkt hinter Massa rauskommen. Verstanden, geht in Ordnung. Warum ist das schade? Einfach, weil wir ihn auch hinter uns festhalten könnten. Jetzt schaffen wir das natürlich nicht, ist ja logisch. Der fährt jetzt weg mit den frischen Reifen. Die Reifen sind schon schwer zu fahren. Und die sind hinten dran. Ocon ist hinten dran. Der Wagen vor dir ist auf der Strecke und hat auf weiche Reifen umgestellt. Hä, der Wagen vor dir ist auf der Strecke? Was ist das denn? Natürlich ist der auf der Strecke. Wo soll der Wagen vor mir auch sein? Junge, komm mal klar auf dein Leben. Ocon greift an. Ja, es geht hier quasi nur um den letzten Punkt. Um mehr wird es hier nicht gehen. Wobei, selbst den werden wir uns wahrscheinlich nicht angeln können. Na, Ocon, hier kannst du nicht angreifen. Oder er kann. Ocon kann. Also sowas will man dann natürlich wiederholen, weil das schon krass ist. Zellron, Zellron, Zellron. Jawohl, läuft. Oh, der ist aber viel schneller wie wir. Wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, dass der da... Wow, und Vettel kommt auch. Tja. Oh Gott, Vettel wird an uns vorbeiziehen. Ich schwöre, ich habe nichts gemacht. Ich schwöre, ich habe nichts gemacht. Das schauen wir uns aber jetzt mal an. Wie geil. Alter, wie geil. Mich würde mal Folgendes interessieren. Ja, er zieht zu uns rüber, er lenkt dahin. Warum lenkt er zu uns? Jetzt lenkt er rüber, man hat es gesehen. Zuck, zuck, zuck. Natürlich bleibt er so positiv stehen. Und mich interessiert vor allen Dingen, was mit Vettel auch ist. Ja gut, der hat ein bisschen die A-Karte. Aber das wiederholen wir natürlich. Das wollen wir nicht haben, sowas. Ich wollte es nur mal gesehen haben. Ist doch heile überstanden und sind sogar neunter. Ah, Vettel sieht man, der ist schon ein anderes Kaliber. So, jetzt habe ich mal geguckt, interessiert euch eigentlich der Rennverlauf? Ja, das ist eine interessante Frage. Interessiert ihr euch? Ist es eigentlich wichtig, was man am Ende wird? Oder spielt es nur eine Rolle, dass wir Spaß haben? Und ja, und ob wir dann 10., 15. sind, ist euch das egal? Würde mich auch mal interessieren.
Also ich persönlich finde es halt schöner, wenn wir jetzt nicht einfach immer in die Punkte fahren, sondern auch wirklich mal kämpfen müssen und auch mal verlieren. Das gehört halt auch dazu. Ja, Vettel, was soll ich machen? Schaut's euch an. Der hat so viel mehr Leistung. Einfach überholt. Krass. Echt krass. Ja, wir haben jetzt übrigens genau Rennhalbzeit zu dieser Sekunde. Also übers Rennen sollten wir kommen, aber das wird keine Glanzleistung werden. Vettel fährt in die Box, okay. Der hat sich ja dann voll gelohnt. Nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Hinter mir wird gekämpft. Grosjean jetzt vorbei an Ocon. Jetzt ist uns Grosjean im Nacken. Die Reifen geben langsam auf. Oh, Grosjean ist gefährlich nah. Grosjean ist gefährlich nah. Er hat DRS. Ja, und auch er ist viel schneller. Auch er ist weg. Auch er ist weg. Ich glaube, naja, wir haben den Vorteil, ihn gebremst zu haben. Hier haben wir sehr viel Zeit verloren. Haben uns aber gerade noch so vor Grosjean gehalten. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 10,7 Sekunden. Hast, Emily, dann musst du doch gar nicht hier sein. Das ist ja Humbug, wenn du sagst, du findest Formel 1 langweilig. Du musst dir das doch nicht antun hier. So, es wird sehr eng hier. Das, ja, wir werden jetzt immer schwächer halt. Das ist der Nachteil. Und ich meine vor allen Dingen vom Motor und alles. Das ist halt das Problem. Tja, was willst du machen, ne? Was willst du machen? Ich lass mich raustragen. Wann dürfen wir denn in die Box kommen? Ab der nächsten Runde. Wobei jetzt echt die Frage ist, ob wir nicht wieder auf Gelb gehen. Hat jemand einen langen Text geschrieben? Ich will nur mal ganz kurz lesen. Der Rennverlauf passt doch in etwa zu Renault. Interessant wäre zu wissen, ob es in der Season 1 zwar durch die Entwicklung besser läuft, ohne den Schwierigkeitsgrad zu ändern. Ja, den Schwierigkeitsgrad haben wir. Also das kann man sagen, wir werden den nicht ändern. Also eigentlich haben wir wirklich einen guten Schwierigkeitsgrad für Tastatur, für meine Spielverhältnisse. Wir werden den so belassen oder maximal um vielleicht 2-3 Prozentpunkte verändern. Das wäre marginale Fette Veränderung. Mischung nicht verfügbar. Fette Mischung nicht verfügbar. Aber wie gesagt, geplant ist es nicht, weil die ersten beiden Rennen sind ja eigentlich gut gelaufen und auch hier sieht es realistisch aus. Wenn wir jetzt bedenken, Platz 9 ist fürs Team sehr gut. Ist sogar, wenn man Anfang der Saison zurückguckt, ein bisschen unrealistisch. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 9,7 Sekunden. Wir gucken mal. Also wir schauen mal, was möglich ist. Ich muss auch nicht immer in den Punkten sein. Das ist mir gar nicht so wichtig. Wichtig ist mir halt, ein schönes Spiel zu haben. Und wenn wir am Ende... Ja, wenn wir am Ende mit 15 Punkten in der Meisterschaft dastehen, stehen wir mit 15 Punkten da. Dann ist das halt so. Okay, viele fahren jetzt in die Box. So, wir fahren jetzt rein, aber wir werden halt Zeit verlieren. Da
Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Ja, die haben freie Fahrt. Unten kommen sie aus der Box, man sieht das. Die Frage ist, weiß oder nicht weiß. Naja, die Reifen sind schon in Mitleidenschaft gezogen. Aber ich glaube, wir könnten nochmal gelb nehmen. Ich glaube, das sollte klappen eigentlich. Weiß bedeutet natürlich noch langsamer. Wir gucken mal, wie die anderen sind. Wir müssen natürlich einen Überblick haben. Aber musst auch aktiv gucken. Nein, musst du nicht, Emily. Wenn dir das Spiel nicht gefällt, wenn du Formel 1 nicht magst, musst du nicht aktiv gucken. Okay, die sind alle auf Weiß gegangen. Dann machen wir das jetzt genauso. Was wollen wir machen? Dann machen wir es genauso. Dann machen wir Safety First. Ja, Punkte wird sehr schwer. Wir werden wahrscheinlich 12. oder 13. werden. Aber das wäre die Teamvorgabe. Und selbst das wird noch haarig. Wie gesagt, unser Motor, wir haben... Boxenstopp! Hier, da seht ihr mal eine Problemliste. Das ist mal eine Problemliste. Ja, selbst Hülkenberg ist weg. Ja, perfekt, perfekt reingefahren. So, Reifen. Oh, hinter uns. Los geht's. Muss 2,6. Ausfahrt auf Renntempo sein. Ja, das war ein super Stopp. 2,6. Vor Magnussen. Sehr schön. Gib jetzt Gas. Die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Ja, und da sind die Punkte. Da sind die Punkte. Ich steche hier mal rein. Hab keinen abgeräumt. Nein. Aber da ist Grosjean. Den habe ich übersehen. Der ist natürlich an uns jetzt vorbei. Der war ganz pfiffig, das können wir uns mal anschauen. Der war gar nicht so unklug. Ich glaube, der hat sich hinter uns gesetzt. Der hat sofort die Lücke gesehen und ist da reingestochen. Also unglaublich gut gemacht von Grosjean. Wirklich, kann man nur den Hut ziehen. War da mutig gemacht von ihm und hat da genau richtig gemacht, um Position zu gewinnen. Und es könnte einen Punkt als Belohnung geben. Okay, das machen wir nochmal. Den versuchen wir natürlich jetzt nochmal zu holen. Ist so ein leichtes... Ja, ist ein bisschen ungerecht, aber es ist okay noch. Wir sind verhakt. Wir sind hier nebeneinander. Wer gibt nach? Er gibt nach. Okay, ich hätte auch nicht nachgegeben. Ja, Motortemperatur ist noch okay, da sollten wir ja auch drauf achten. 111 Grad ist, glaube ich, für einen Motor okay, oder? Ja, wir sind 16. Das ist natürlich bitter. Ocon ist vorne weg. Auch das ist bitter und jetzt heißt es einfach, diese Position hier halten. Ihr seht ja selber, man kann schon nicht mehr hier beschleunigen. Ja, Teamkollege ist eine Boxengast, selbst der wird vor uns leider rauskommen. Nico ist an die Box gefahren. Nico ist jetzt an der Box. Ja, ich glaube, es wird hart. Wir drängen ihn so weit rüber, wie es nur irgendwie geht. Alter, läuft bei dir was? Ja gut, das wird hart. Ja, Nico kommt vor uns auf der Strecke und wird vor uns auch bleiben. Da ist er nämlich, biegt in die Kurve ein. Ich habe mich vertan deswegen. Fette Mischung verfügbar. Das Problem könnte allerdings... Okay, Verwarnung. Das ist natürlich schlecht. Ja, da ist Nico Hülkenberg vor uns. Der ist 13. Er ist genau auf der Position, wo man hinkommen soll.
Ja, das heißt jetzt einfach 10 Runden verteidigen. Mehr können wir gar nicht machen. Wie gesagt, an Angriff ist nicht zu denken, das erste Mal, dass Hülkenberg vor uns ins Ziel kommen wird, wenn er ins Ziel kommt. Das muss man ja ganz klar sagen. Wenn. Das weiß man ja nicht mal, ob sein Wagen hält. Ich erinnere gerne ans erste Rennen, was glaube ich. Da ist er gleich in Runde 2 ausgefallen. Da hatte ich schon ein sehr schlechtes Gefühl. Da habe ich gedacht, na, wer weiß, wie unser Wagen hält. Aber man sieht auch, wie er wegfährt. Also unglaublich. Ich wurde irgendwie angeschoben, glaube ich gerade. Ich kann gar nicht richtig lenken. Ich habe jetzt aber auch nicht in den Spiegel geguckt. Es wird übrigens Nacht. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 4,0 Sekunden. Ja, das wird noch mehr werden. Die schnellste Runde oder so, das im Verhältnis zu Hülkenberg, das können wir alles vergessen. Oh Gott, der war hinten. Jetzt kommen die von allen Seiten. Ah, ich habe DRS und ich wusste es nicht. Sie kommen von allen Seiten hier. Was ist denn hier los? Verdammte Axt im Wald. Wow, das war krass. Kann ich vorne wenigstens einen ausfallen, dass wir wenigstens um Platz 13 kämpfen, dass wir unser Ziel wenigstens erreichen können. Ja, das hat mich ein bisschen gerade... Wir sind ja dieses Rennwochenende in der Formel 1, also natürlich hier ein Livestream an die Leute gerichtet gerade. Dieses Rennwochenende findet ja in Belgien Spa-Francorchamps statt und schaut mal in die... Annalen dieser Rennstrecke, was die alles zu bieten hat. Ich sag nur 1998, ganz fetter Startcrash mit, ich glaube, 16 Fahrzeugen, die in der ersten Kurve ausgeschieden sind. Ist der größte und teuerste Unfall in der Geschichte. Ich glaube sogar des Motorsports. Ich habe noch nie so einen riesen Unfall gesehen. Ja, aber auch, ich glaube, das war 1999, da waren Mika Häkkinen, ich glaube Ricardo Sonder war es, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und Michael Schumacher ineinander involviert, und der Ricardo Sonder, der war derjenige, den ich gerade gespielt habe, in der Mitte, während Häkkinen ja rechts vorbeiging und Schumacher links, und Häkkinen dadurch sogar den Michael Schumacher überholt hat damals. Wie gesagt, mega, mega Moves, das nur mal so als kleiner Geschmackstreiber für... Das Qualifying, was ja schon bald beginnt. In Belgien, in Spa-Francorchamps. Ja, das ist, wie gesagt, eine Strecke, die sehr viel zu bieten hat. Dort sind auch so klingende Namen wie Blanchiment und Eau Rouge. Also wirklich zwei Kurven, die sehr geschichtsträchtig sind in der Formel 1. Auch wenn man sagen muss, Eau Rouge hat den Strecken ja, verloren, muss man sagen. In den 90ern war das noch anders. Mittlerweile ist Eau Rouge eine Vollgas-Teil. Aber es macht nichts, es wird trotzdem spannend. So, dann geht's hier rum. Jetzt konzentrieren wir uns aber auf unser Rennen. Wir sind immer noch 14. Es kann ja immer noch jemand ausfallen, man weiß es ja gar nicht. Lance Stroll ist vor uns. Benzin ist immer noch knapp. Ja, das stimmt. Benzin ist ein bisschen problematisch. Da müssten wir gleich mal sparen, dass wir da rankommen. Ja, das machen wir nicht. Das war ein zu großer Fahrfehler. Wir wollen natürlich trotzdem eine reelle Chance haben. So. Auf der Geraden haben wir uns gut verteidigt. Boah, ich wurde abgeräumt. Okay, die kriegen nicht mal eine Strafe. Was ist das denn? Also ich habe gedacht, dass er auch abfliegt, aber nur ich bin abgeflogen. Ja, mit dem Benzin, wir sehen, wir haben einen sehr hohen Verbrauch, selbst im Standarddrehzahlbereich. Das hat sicherlich auch mit dem Verschleiß der Teile zu tun, muss man ganz klar sagen. Erstmal rüber keinen Windschatten geben. Es ist ganz wichtig, dass wir uns hier wirklich vorne halten.
jetzt das gleiche Grün. Ja, aber der DRS, der kommt natürlich vorbei. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 6,3 Sekunden. Boah, zwei Leute gleich vorbei. Ja, das ist schon krass, was hier gerade passiert mit uns. Ja, wir müssen jetzt auf Mager stellen. Ich habe gesehen, dass sie sich ein bisschen berangelt haben. Wir müssen nach wie vor ein bisschen Benzin sparen. Wer beträgt das Rennen? Ja, immer noch RTL. Natürlich immer noch RTL. Und es ist so ein bisschen mein Lieblingsrennen, muss ich sagen, was jetzt kommt in Belgien. Und gehört auf jeden Fall mit zu den Besten. Und verspricht viel Spannung. Also RTL überträgt dieses Jahr noch alle Formel 1 Rennen. Wie es nächstes aussieht, steht noch gar nicht so fest. Da kann das schon ganz anders sein. Aber das steht ja auf einem anderen Blatt. Ja, unser Benzinverbrauch ist definitiv zu hoch. Blaue Flaggen, warum blaue Flaggen? Wir werden überrundet, das ist gut. Da müssen wir eine Runde weniger kämpfen. Ich bin zum ersten Mal glücklich, überrundet zu werden. Ja, das Kimi Räikkönen ist da.